langjähriger Personalvertreter im Krankenanstaltenverbund. Du hast heute in der Pressekonferenz zum Schwarzbuch Krankenanstaltenverbund ein paar besonders schwere Fälle auch in Sachen erschwerte Arbeitsbedingungen, schwere Einkommensbedingungen, schwierige Arbeitssituation im KAF vorgetragen. Was ist für dich eigentlich das Bedrückendste an der ganzen Situation im Krankenanstaltenverbund für die Beschäftigten? Das Bedrückende für mich ist natürlich auf jeden Fall diese Nicht-Annahme. Wenn ich sage, mir geht's schlecht, ja, vis-à-vis sagt ja und das war's. Das ist das Schlechteste für mich. Wenn jemand fragt, wie geht's dir? Und ich sage, mir geht's schlecht, dann muss man natürlich nachfragen, warum. Diese Warum ist nicht da. Ja, es wird einfach hingenommen, dass Beschäftigten können nicht mehr, die haben einen massiven Arbeitsdruck, die bekommen zu wenig Lob und Anerkennung. Natürlich bekommen sie auch nicht dementsprechend bezahlt und nicht weiter. Das ist, was mich am traurigsten macht. Jetzt, du hast es ja selber auch im Rahmen der Pressekonferenz erwähnt, gibt es ja quasi auch vom KAF Angebote wie Supervision, wie Burnout-Vorsorge, Burnout-Prophylaxe. Wirken alle diese Maßnahmen, wirken alle diese Angebote gar nichts auf die Situation der Beschäftigten? Gar nichts kann man nicht sagen. Aber für die massiven belastenden Berufsgruppen, ja, egal ob es eine Hausarbeiterin ist, die massiv im Druck steht oder eine Krankenschwester, für sie hilft das nicht. Es gibt, Menschen, die durchschnittliche Berufe haben. Ja? Das heißt Schreibkraft, die im lockeren Bereich arbeiten, die nicht unter massivem Personalmangel leiden. Die können schon diese Angebote nutzen. Das ist ja verschiedene Massagen und verschiedene physiotherapeutische Maßnahmen, die angeboten werden. Das ist alles Massage zum Beispiel. Ja? Aber wenn du es so ausgebrannt bist, ja, auf dem Stationsbereich, wo Pflege am meisten, und wenn der Dienst aus ist, Augen zu und durch nach Hause. Und die, mit denen kannst du im Dienstbetrieb nichts mehr machen. Du kannst vielleicht einen Gutschein geben für Kaffee aus, wir gehen sie hin. Aber früher sind wir, ein Beispiel, immer nach den Teamsitzungen als Gruppe wohin gegangen. Am Abend getrunken, gegessen. Heutzutage kannst du den ganzen Wien fragen, es passiert nicht mehr. Früher haben wir stationsmäßig, teammäßig so Freizeitaktivitäten organisiert. Grillfest in Donauinsel. Haben wir Platz reserviert, dort sind wir hingegangen, jeder hat was mitgenommen, Gaude. Heute, das kann man nicht vorstellen, das geht nicht. Der Gehirn schaltet aus und sagt, nein, ich sehe dich im Dienst, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das Team ist nicht mehr da. Es sind 20 Menschen, die dort arbeiten, und Punkt, fertig. Das heißt, das Schwarzbuch ist jetzt heute vorgestellt worden. Ja. Was erhoffst du dir von der Präsentation des Schwarzbuchs seitens der Politik und seitens des Krankenanstaltenverbunds? Es sind ja da doch auch recht heftige Vorwürfe drinnen, beziehungsweise auch sehr viele Berichte, die schon sehr betroffen machen, auch über die Arbeitsbedingungen. Also so einfach überwegwischen sollte das die Politik hier eigentlich nicht können. Wenn die Wiener Politik oder die KAF-Führung sagen würde, ja, es stimmt, es gibt Probleme, bin ich zufrieden. Das Problem, was ich habe, wenn wir irgendwas sagen, das ist, es gibt Gangbetten, kommt der Generaldirektor und sagt, nein, es gibt keine Gangbetten. Verstehst du? Ein Bett in einer Krankenstation am Gang ist für mich ein Gangbett, wenn ein Patient drauf liegt. Wenn er aber rausrechnet, im gesamten KAF, da habe ich 15.000 Betten und es ist im gesamten KAF nur 14.999 Patienten aufgenommen, kann er nicht sagen, dass es kein Gangbett gibt. Es kann nicht dort 20 Betten frei sein, dafür hier 10 Gangbetten. Das muss man vor Ort anschauen. Nur weil im Essen-Sodos auf dem Unfall, wo die meisten Gangbetten auf Internet, 5 Gangbetten sind und im Semmelweis Frauenklinik keine Gebärende gibt, kann man nicht sagen, es gibt kein Gangbett. Wenn er sagen würde, ja, es gibt noch Baustellen, bin ich glücklich. Das also ist, du sagst, es gibt
in Wirklichkeit gar kein Problembewusstsein im Kaff, obwohl die Situation eigentlich bekannt ist seit Jahren und seit Jahren auch geschildert wird? Es wird nicht ernst genommen. Es wird nicht ernst genommen, wenn, egal ob wir oder andere Personalvertretungsgruppen sagen, es geht nicht mehr oder es ist ein Problem, werden versucht, das unterzudrücken. Nein, nein, es geht schon, es wird schon gehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und es wird sofort schön geredet, na, so ist das nicht. In der Zeitung natürlich, na, Gegenargumentation. Warum? Wir müssen sagen, das ist ein öffentliches Krankenhaus, das ist ja nicht Luxushotel oder irgendwas, öffentliches Krankenhaus, Krankenhaus, das Wort müssen wir mal fünfmal sagen. Es muss ja nicht blinkblank sein, picobello sein. Es ist Krankenhaus. Und das genauso müssen die Verantwortlichen das wahrnehmen. Es ist ein Krankenhaus, das ist der leidende Menschen drinnen. Mein früherer Abteilungsvorstand hat immer gesagt, Bijo, das ist kein Freudenhaus, das ist ein Krankenhaus. Da ist solche Sachen, da ist normal. Nur das muss man akzeptieren und natürlich sagen, ja, Wunder können wir nicht. Wenn Sie das akzeptieren, bin ich glücklich. Zufrieden. Das ist, was wir mit dem Schwarzbuch erreichen wollen. Nicht immer sagen, das gibt es nicht, das ist alles in Ordnung, sondern ja, es gibt immer wieder Probleme, wir sind bemüht, das zu ändern. Wir wollen ein modernes Krankenhaus oder Krankengesundheitssystem. Das ist schön, wenn Sie sagen, aber nicht immer sagen, es gibt nichts Schlechtes oder es ist alles in Ordnung. Oder Patientenpersonal leider nicht. Wenn ich sage, Burnout-Gefährdung, psychischer Druck, wird nicht angenommen, wird nicht angesprochen. Das ist mein Problem. Aber ist da nicht Personalvertretungsarbeit im Krankenanstaltenverbund sehr deprimierend oder hast du auch Erfolgsgeschichten? Das ist sehr, naja, deprimierend. Es gibt beide Seiten. Ja. Es gibt beide Seiten. So kleine Änderungen. Wenn man kleine Sachen erreicht, ja, man schreibt einen Brief und wir haben ein ganz simples Beispiel. Für einen Gebetsraum für islamische Religion haben wir in Esamsadoos seit 1991, seitdem es Esamsadoos gibt, gekämpft. Es war nicht möglich. Wir haben auch mehrere Jahre, seit 2010 kämpfen wir. Mühsam, geht nicht. Einfach mal schreibst du einen massiven Drohbrief an der Führung, gleichzeitig an die Presse und innerhalb einer Woche funktioniert das. Es wird ein neuer Raum geschaffen. Wir können ja so ganz hinkommen und schauen. Und es ist Ruhe jetzt noch. Weil es ist nur ein Problem, wenn ich weiß, also ich bin kein Muslim, aber wenn ich weiß als Muslim, ich kann nirgends hingehen und beten. Ja? Wenn der Raum ist, ist da, Gebetsraum. Jetzt gehen fast niemand hin. Aber die Leute sind zufrieden jetzt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das, solche Sachen sind Erfolgserlebnisse. Aber andererseits, wenn wir immer wieder gegen den Windmühlen laufen, das ist deprimierend. Das ist beides. Auf jeden Fall, Bijo, danke und weiter viel Kraft. Ja? Danke, danke.